Ich werde die. Oh mein Gott. Guck mal, es ist nicht Blueberry, es ist Blutberry. Das ist unheimlich. Das ist richtig unheimlich. Wir lassen es so. Nein, wir lassen es nicht, sonst ist gefallen. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer Halloween versus Real Food Essen Challenge. Also Leute, wir Es wird gruselig. Und Leute, wir haben unter den Glocken schon was, aber wir wissen, also ich kann da bei dir tatsächlich ein bisschen sehen. Ich glaube, wir fangen mit einem Getränk an. Das ist, glaube ich, ein Getränk so ein bisschen. Und ich muss sagen, ich bin klar, wer das zuerst kriegt. Wer zuerst entscheiden darf. Ich glaube, es muss relativ eklig sein. Ja, ha. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Nein! Schnick, schnack, schnuck. Okay. Okay, du darfst auch entscheiden. Okay, es gibt einmal ein normales Getränk und einmal eine Halloween-Variante davon. Ich glaube, ich nehme deins. Du nimmst meins. Ich hab Bock. Okay, mach's vorsichtig. Das kommt hier rüber. Vorsichtig. Okay. Und 3, 2, 1. Ew! Oh, da sind die Augen. Oh mein Gott. Das für ein und Getränk? Da unten ist irgendwas drin, das komisch blubbert. Also da unten ist irgendwas, was komisch stückelt. Und wo so langsam komische Stücke hochkommen. Oh, und die Augen sind hier, also ihr kennt die bestimmt. Ii. Unsere allzeit beliebten Halloween-Glubschlull-Augen. Ich werde sie. Oh mein Gott. Die sind ja rot gefüllt, ne? Ich hol mal eins raus, komm her. Ich werde das auch essen. Oh Gott. Also dafür kriegst du einen Punkt. Ja, aber guck. Aber ich krieg keinen Punkt. Aber ich guck mal. Oh. Okay, ich werde das alles essen. Deswegen ist es, Ist Halloween, ne? Spaß. Magst du die nicht? Hm. Ich will die noch. Also ich finde, die schmecken schon. Ich kann ja weiter reden. Also Eva redet, Eva meint, die sind einfach nur komplett eklig. Ich möchte nicht mehr essen. Und Eva sagt, okay, Eva sagt, ich habe schon runtergeschluckt. Es ist okay. Die sind nur so groß. Mm. Ich würde die normalerweise einmal durchbeißen oder durchschneiden. Weil die sind einfach so groß. Das ist irgendwie so. Da ist auch eine Füllung drin. Mm-hmm. Ich finde, das Getränk schmeckt nicht so. Ist das? Ist das genau das Gleiche? Ich glaube, das ist genau das Gleiche, was wir gekriegt haben. Das Spülwasser. Ja, ne? Das schmeckt überhaupt nicht. Also, ist das gleiche Getränk? Weiß ich nicht. Kann sein, aber es kann ja mal. Das ist das Stückeln so bei dir so ein bisschen. Bei mir stückelt das. Kommt, ja, okay, das kann sein. Das kommt, glaube ich, von den Süßigkeiten. Mm. Also ich glaube, ich kann jetzt mal hier unten drin rumrühren, was hier drin ist. Okay, entweder sind da Brausetabletten drin oder irgendwas anderes, was sich so langsam weglöst. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was es ist. Das sind diese Zuckeraugen. Oh. Ah, daher kommt auch das Blau da unten. Das Blau ist halt mit so einer Farbe bestimmt, ne? Ich finde es gut, wir haben beide schon mal ein Getränk. Oh, das ist ja wunderschön. Guter Start. Und ich kann mal sagen, ein Punkt für mich. Nächste Runde. Nächste Runde. Okay. Nächste Runde. Nächste Runde. Eva. Ich darf aussuchen. Mhm. Du hast meins genommen, ich nehme tatsächlich deins. Okay, alles klar. Dann 3. Sieht sogar in der Spiegelung hier einfach eklig aus. Hä? 2. Achso, dieses Getränköl. Aber Leute, so seht ihr macht so einfach ein super gruseliges Halloween-Getränk. Fuck einfach nur die Augen aus. Die Augen in. Die Augen. Das könnte Eistee sein tatsächlich. Mm. Irgendwie so ein leichter Dings-Eistee. Eistee und einfach diese Augen rein, schon ist das Ganze super eklig. Okay, 3, 2, 1. Machen eine Rückkehr. Boah, ist so. Guck doch. Also, es ist halt dieses Ding, ne? Ich weiß, was es ist. Und ich weiß, dass es nicht schlimm ist. Aber das sieht einfach nur so aus, ne? Und ich finde es aber auch richtig gut, dass. Also, ich finde es nicht wirklich gut, dass du jetzt schon 2 Halloween-Punkte bekommen hast. Ich habe nur. Ich habe nicht mal einen, aber dafür habe ich einen leckeren. Oh, ich hab die schon seit langer Zeit nicht mehr gegessen. Die sind richtig lecker. Cookie mit Augen. Der vom aus dem Space, der Monster-Cookie. Oder, doch, es ist ein außerirdischer Monster-Cookie. Mit ein Auge habe ich gegessen. Ich glaube, 12 oder so hat er. Das erinnert mich an Monsterchen aus Zuckerburka. Oh, sind die auch für Halloween? So. Tatsächlich ist es auch ganz niedlich. Das könnt ihr jetzt auch hier so herlaufen. Ja, wenn man denen dann so Füße und Hände gibt, dann ja. Ja. Also, ist lecker. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Augen essen möchte. Könnte hier mal so eins. Wobei. Ist ein bisschen hart, ne?
Mm, die sind, ja, das ist Traubenzuckeraugen, glaube ich. Okay. Ich möchte gerne die nächste Runde haben. Traubenzucker und Lebensmittelfarbe. Und hoffentlich. Ein Punkt. Okay, es geht wieder los. Ich bin dran. Ich nehme meins. Okay, dann behalte ich meins. Was haben wir denn getränkt runter? Zwei. Eins. Nein, du hast schon wieder. Nein, du hast schon wieder. Es ist Joghurt mit der Ecke. Und ich habe als Topping in, was habe ich denn? Ich habe Sahne, Joghurt mit Sahnecreme-Geschmack. Halloween Queen. Und ich habe hier. Oh, Halloween. Guck mal, ich habe meine unheimliche Space-Katze an. Okay. Nur du hast schwarz an. Das ist auch Halloween. Ja. Ihr könnt auch gerne bewerten, welches Outfit ist unheimlicher heute. Unheimlich. Spooky, spooky. Okay, es gibt Würmer und Joghurt mit Augen. Wie schmeckt das? Okay. Ich würde meins ehrlich gesagt nicht essen wollen. Irgendwie. Es ist ja so normal, also Joghurt-Ecke mit. Mhm. Joghurt mit der Ecke. Joghurt mit Waffelröllchen. Joghurt-Sahne. Du hast Waffelröllchen drin? Ja, ne? Ja, ich habe Waffelröllchen drin. Also ganz normale. Aber die könnte man auch so wie so Würmer sehen oder so. Mhm. Oder vielleicht so irgendwelche. So irgendwelche andere ekelhaften Tiere. Aber ja, okay. Oh! Ich habe mal ein Video gemacht mit den schlimmsten Rezepten aus, ich glaube, von Chefkoch. Da war auch Ameisen im Sand dabei. Das waren diese Schokostreusel und die einfach in Keks krümeln. Das sieht mega eklig aus. Wenn ihr ein Halloween-Rezeptvideo sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh, bitte, komm mal, wir machen einfach nur das nächste Mal so Halloween-Rezepte. Und gleichzeitig wird das Licht dunkler. Okay, nächste Runde. Ich hatte jetzt einfach die Katze hier angepflegt. Inzwischen ist die Katze angekommen bei uns. Die Idee für ist einfach nur, guck mal, die Katze ist gekommen, um die neue Halloween-Queen zu beschützen. Ja, sie ist jetzt mein neues Maskottchen. Ja. Ich habe schon 3 Punkte, im Gegensatz zu Katjas 0 Punkten. Bin ich dran? Du bist dran? Ich bin, glaube ich, dran. Nee, du warst beim ersten Mal dran, dann war ich beim zweiten. Jetzt das vierte, jetzt bin ich wieder dran. Okay. So, die Katze ist übrigens nicht weich, auch wenn ich sie gerade so streiche. Okay, ich behalte meins. Okay. Dann 3, 2, 1. Oh, der Halloween-Punkt! Oh mein Gott. Okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ist der gruselig, so wie die Nacht so. Ein Nacht-Cookie. Ich habe einen Muffin. Es ist kein Cookie, es ist ein Muffin. Muffin. Ein Muffin mit, es könnte auch so wie so Blueberry. Guck mal, es ist nicht Blueberry, es ist Blutberry. Blutberry. Warte mal, ich möchte es mal schmecken mit dem Wurm. Keine gute Mischung. Nee, zu süß. Das ist... Nee, die Konsistenz ist so anders. Mhm. Deko gut, aber einzeln essen. Mhm. Vielleicht mache ich das. Vielleicht doch. Vielleicht nicht. Wenn man das gut raucht, dann schmeckt das schon. 3-1. 1-3. Vielleicht kann ich noch aufholen. Vielleicht kannst du noch aufholen. Weiß nicht. Wissen wir noch nicht. So. Okay. So, okay, nicht Katze ist da. Ich stelle sie mal in den Hintergrund. Nee, ich glaube, die fällt. Das ist unheimlich. Das ist richtig unheimlich. Wir lassen es so. Nein, sie lassen es nicht, so ist gefallen. Okay, 1 Punkt für Katja. Und nächste Runde. So, dann bist du wieder dran mit Auswählen. Okay, Katja nimmt meinen. Okay, 3, 2, 1. Oh nein. Oh nein, nicht schon wieder. Und sogar ein paar von ihnen. Ich mag eigentlich den Dicken irgendwie gar nicht. Aber. Ich finde an sich richtig komisch. Wer ist auf die Idee gekommen, sowas überhaupt zu machen? Vielleicht damit sich der Schaum so gut hält. Oder meinst du die in weiß? Ich meine allgemein so Dickmann. Dickmann? Ja. Weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, wer das erfunden hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Und warum? Und warum isst man sie zu Karneval besonders? Mhm. Und warum sind die. Hä, was machst du? Ich mache. Okay. Ist schnell eskaliert. Hey, das ist Halloween. Nächste Runde. Wieso? Eva? Mhm. Alles gut? Mhm. Ich sehe so gut aus. Zu viel Halloween. Wir sehen komplett verzerrt aus, wenn wir da reingucken. So. Also. Du entscheidest es. Ich entscheide, richtig. Okay. Ich möchte tauschen. Ich habe Ewigkeit nicht mehr getauscht. 3, 2, 1. Oh, okay. Kinder-Überraschungsei. Und warum sind die... Ist da was drin? Sind die
ausgepackt. Wir haben, glaube ich, Halloween. Das Überraschungsei. Ja, okay, die sind wieder zusammengeklebt. Und meine Hülle ist leer. Oh nein! Das ist richtig fies. Also, nein. Okay, es ist nicht fies, also weil unsere Challenge ist eine Food-Challenge. Richtig. Also du musst die Kinder ich freue mich, freu mich über das leckere, über die leckere Schoki. Ja. Und du hast sie mit Würmern. Also, das. Ich mag diese Würmer gar nicht. Aber ich habe wenigstens einen Punkt. Es ist 4-2, ne? Mhm. Aber stellt euch das mal, das ist ein richtig guter Prank. Ja. Also, richtig gut. Eier aufmachen und wenn man die dann tatsächlich noch wieder in die Folie einpackt, dann ist es noch 2-4? 2-3? 4-3. 4-2. 4-2. Kann ich noch aufholen? Wie viele Runden haben wir noch? Wir haben noch eine. Noch eine? Wir haben noch eine. Es kann noch Gleichstand geben. Nein, kann ich nicht. Ich bin nicht die Halloween-Queen. Aber mal gucken, was die letzte Sache ist. Aber es gibt noch eine Ehrenrunde. Die Katze kehrt wieder zurück. Die Katze. Können wir die gewinnen? Ja, wir gewinnen die Katze heute. Okay. Die Katze sucht ein neues Zuhause. Alles klar. Und nächste Runde. Ich entscheide, glaube ich, ne? Du entscheidest. Boah, ich bin... Soll ich da auch schon oder so? Letzte, alles entscheidende, 8. Runde. Siebte. Entschuldigung. Ich glaube, ich möchte tauschen. Okay, ich glaube, ich möchte tauschen. So. 3, 2, 1. Was ist das? Achso, das ist Porridge? Es ist Porridge. Also meins ist auf jeden Fall Porridge, was deins ist. Boah. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie Feigen, so was so drin im Feigen ist, ne? Okay. Ja, doch, so das sieht aus wie das Innere von Feigen. Das ist hart. Das ist mittlerweile hart geworden. Okay. Es ist kaltes Porridge, es schmeckt aber trotzdem gut. Es schmeckt nach Porridge. Mhm. Es ist einfach knallrot eingefärbt und es sind Augen drauf. Also wenn man ein Halloween-Frühstück machen will, ist das genau das Richtige. Wie sind die Augen dazu? Aber diese Augen, guck mal, die werden schon richtig... Sind halt Zuckeraugen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt hier auch aus Schoko. Mhm. Und dann funktioniert das, glaube ich, ein bisschen besser. Aber schmeckt richtig lecker. Ja, meins ist auch gut. Mhm. Ich glaube, das schmeckt genauso. Wahrscheinlich. Die Lebensmittelfarbe hat selten wirklich Eigengeschmack. Mhm. Mhm. Was war dein Grusel-Highlight? Das ja. Das sieht richtig komisch aus. Ich war erstmal, was ist das überhaupt? Erst als ich deins gesehen habe, ja, war ich so, okay. Und das ist nur Farbe. Ich finde dieses hier immer noch, das ist sehr creepy. Das ist. Habt ihr das hier? Also so ein Muffin? Das sieht eigentlich ganz schön aus, so als Deko. Ja, das ist süß. Mhm. Das ist süß. Das hier ist tatsächlich lecker. Also ich trinke das auch noch. Das ist lecker. Ja, es ist ein bisschen eklig und so. Aber es ist eklig. Lecker. Es sieht mega eklig aus. Es sieht einfach aus wie Spülwasser. Und da schwimmen Augen drin rum und kleine Teilchen von Zucker. Aber es schmeckt grundsätzlich gut. Ja. Das ist so, das Auge isst ja immer mit, deswegen ist das alles so ein bisschen creepy und unheimlich. Aber ja, eigentlich ist es alles mega lecker. Wenn mir jetzt jemand das hier einfach nur so gegeben hätte, wenn ich meine Augen zu habe, ich würde es nicht rausschmecken, dass es so knallrot ist oder irgendwie creepy. Das ist einfach nur Porridge. So. Katzi, komm zu mir. 3-4. Knappe Entscheidung. Aber die Katzi kommt zu Eva. Mhm. Eva hat die Katzi gewonnen. Mal gucken, ob du die Katzi irgendwann zurückgewinnen kannst. Mhm. Kann natürlich sein. Wir haben, glaube ich, noch mehr. Wir haben noch einige Halloween-Challenges vor. Ja, auf jeden Fall, Leute. Mhm. Also, wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Mhm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.